Heute hier anzukündigen, den Christian Schneemann mit der automatischen Konfiguration von Nagios und die Singer mit, ich habe es fünfmal gelesen, fünfmal falsch ausgesprochen, mit Agordamon. Genau. Wunderbar, viel Spaß. Vielen Dank, ja. Mein Name ist Christian Schneemann. Man sieht hier, dass man Folien nicht am letzten Tag schreiben sollte, wenn selbst im eigenen Namen ein Tippfehler ist. Also wirklich Schneemann mit Doppel-N. Ich erzähle dir was über Agordamon. Das ist ein Perl-Modul, womit man automatische Konfigurationen erstellen kann. Ich selbst bin von der B1 Systems GmbH. Wir sind im Consulting-Bereich tätig, Entwicklung, alles rund um Open Source. Und Agordamon entstand bei so im großen Ganzen beim Kunden vor Ort, wo wir dann waren, und will dann heute ein bisschen was darüber erzählen. Kurz, es gibt, welche Wege es bereits gibt, Nagios und die Singer zu konfigurieren. Dann mehr zu Agordamon, warum ein weiteres Tool, was macht Agordamon so besonders, was kann Agordamon, was die anderen nicht können, wofür kann man es einsetzen, so ein paar Beispiele, wie funktioniert die Benutzung, dann auch ein paar Beispiele aus der Praxis, so zum Abrunden, wie man Agordamon mit Nmap-Scans zusammen verbinden kann. Und die typische CMDB, wie man sich daraus eine Konfiguration automatisch erstellen kann. Wege Nagios zu konfigurieren, gibt es schon viele. Es gibt Nagios, QL, nconf, lconf. Es gibt den einfachen Editor auf H-Shell, was ja so mein Liebling ist. Dann gibt es jetzt halt so Tools, um es automatisch zu konfigurieren, unter anderem Agordamon. Und viele werden wahrscheinlich auch ihre eigenen Skripte haben, womit sie dann einfach die Textdateien erstellen. Wird wahrscheinlich alles ähnlich laufen. Die können dann überlegen, ob sie ihre Skripte weiter nutzen, was natürlich wahrscheinlich gemacht wird. Oder halt sich einfach nur so die Beispiele hier raussehen, wo man sowas einsetzen kann, ein paar Ideen holen und so weiter. Agordamon, der Name hat mir ein Bekannter geholfen. Ich habe einfach was gesucht, was es noch nicht gibt. Kommt aus Esperanto, Agordaro. Ist so Konfigurationsdateien im EDV-Sinne und dann einfach ein Mon hinten dran gehackt, weil es mit Monitoring zu tun hat. Also Konfigurationseinstellungen mit Monitoring. So gab es bei Google noch nicht, konnte man sich einfach mal sichern. es gibt viele Tools, die schon mal irgendwas können. Sind meistens eigentlich immer Web-Applikationen, Datenbankgestützt, die einfach versuchen, die ganzen Konfigurationsobjekte, die Nagios bietet, in die Datenbank zu übertragen und dann einfach dort raus erstellen können. Sie bieten tolle Formulare, damit jeder einfach seine Konfiguration erstellen kann. Man kann es dann auch dem Praktikanten geben, der mal kurz was einpflegt, weil er bei der Eingabe unterstützt wird. Man muss ihn jetzt nicht mit dem Editor auf der Shell quälen. Alles recht einfach benutzbar, aber es hat halt etwas gefehlt. Es gab eigentlich keins so richtig, womit man jetzt Datenquellen so schon mal anzapfen kann. Man konnte immer die Nagios-Konfiguration, die man schon hat, importieren. Hat man schon mal seine Grundeinstellung dort, konnte man sie weiter bearbeiten. Aber man konnte jetzt nicht so auf leichte Art irgendwelche Listen importieren, CMDBs, wo ja jeder Hersteller wieder ein anderes Format hat, wenn er Ausgabeformat hat. Nichts einfach Skriptbares. Was mich am meisten gestört hat, nichts Perl-basiertes, weil Administrator, Perl liegt mir da sehr nah, nutze ich halt das. Und somit auch die Flexibilität hat mir gefehlt. Also wurde etwas gesucht oder ein kleines Projekt erschaffen, womit man Konfigurationsobjekte für Nagios und die Singer erstellen kann, vorhandene Konfigurationen einlesen kann immer noch. Dann Datenbankanbindung, um auch später mal so eine Web-Applikation oben drauf zu setzen, haben wir uns für die MongoDB entschieden. Und was noch wichtig war für uns, man sollte auch so einen Mischbetrieb fahren können. Also man muss nicht alles mit Agordamon konfigurieren, man kann nebenbei noch andere Tools haben, andere Abteilungen nutzen dann nconf oder NagiosQL, stellen sich ihren Teil der Konfiguration. Grundgerüst kommt aus der CMDB, mit Agordamon erstellt. Das sollte alles möglich sein.
Wofür kann man Algorithmen so alles nutzen? Also man kann einmal so initial seine Monitoring-Lösung NAGIS oder eSINGA befüllen, so mit Grundwerten, die man hat, die Standard-Schwellwerte, die man überall benutzen möchte, alle Server schon mal rein, die gemonitort werden müssen. Man kann es ganz gut mit so einer CMDB anschließen, man kann es an seine Provisioning-Tools dran koppeln, dass sobald irgendwas in der Cloud, sage ich jetzt einfach mal so, erstellt wurde, dass es auch gleich ins Monitoring übernommen wird. Wenn die VM dann wieder verschwindet, dass auch wieder rausgenommen wird aus Monitoring. So dass sich halt keiner beschweren kann, ja, ich habe die VM bestellt, habe jetzt 3 Tage nicht gemerkt, dass die nicht lief, weil wo habe ich vergessen, das Monitoring zu bestellen dazu. Kann man da halt umgehen. Genau. Wir haben es jetzt seit 2010 auch so im Einsatz bei einem Kunden. Hintergrund war, sie haben eine CMDB, die wirklich mal gefüllt ist, wo wirklich alles drinsteht, war bei denen der Grundsatz, alles, was nicht in der CMDB ist, existiert nicht, alles muss da rein, bevor es ins Rechenzentrum geht. War ein sehr guter Ansatz, somit hatten wir eine Grundlage und haben dann gesucht, wie man flexibel aus diesem riesengroßen CSV-Format eine NAGIS-Konfiguration kriegen kann. Wir haben dann auch gleich vorsortiert nach Gruppenzugehörigkeiten, Kostenstellen, welche Leute dürfen was sehen, was interessiert sie, wer wird benachrichtigt. Standards hieß es halt, das und das muss überwacht werden, alles andere kann man nachtragen, deswegen dieser Mischbetrieb mit nConf. Und man konnte halt auch einpflegen, dass Kontaktdaten direkt aus dem Adressbuch genommen werden. Keiner muss irgendwelche Kontakte nachpflegen. Immer wenn jemand die Abteilung gewechselt hat, neu eingestellt wurde, erscheint er ja im Adressbuch von der Firma, wo dann halt gleich übernommen, wenn er in einem passenden Team mit drin war. So konnte ja auch keiner sagen, er hat die E-Mails nicht gekriegt, weil er noch nicht konfiguriert wurde. Dazu gab es dann noch Listen, die so in Excel geführt wurden, wer jetzt für welchen besonderen Server sich kümmern musste. Auch das war einfach möglich. Einfach wieder ans Format anpassen. Zeige ich nachher noch, wie man sowas aussehen kann. Genau. Es gibt halt so ein paar Arten, wie mit Algorithmen man das Ganze machen kann. So ein, hab's halt mal Write-Only genannt. Also man erstellt sich seine Konfiguration aus der CMDB, macht das einmal in der Nacht oder wenn es halt der letzte Aktualisierungslauf lief und schmeißt alles, was vorher drin war, weg. Aber man überschreibt nicht alles, was man hatte, bis auf Templates oder so, wenn man die selbst woanders konfiguriert hatte. Und so hat man immer den Stand von der CMDB, man hat da keine Leichen drin. Man hat einfach immer ein tagesaktuelles Monitoring-Übersicht, Überblick. Dann Datenbank gestützt. Man kann, wie gesagt, alle Sachen in einer MongoDB abspeichern, kann daraus natürlich auch wieder rauslesen. Und somit kann man so einen Mischbetrieb fahren. Ein paar Systeme oder ein paar Sachen sind in dieser Datenbank hinterlegt, die werden dann noch dazugeholt. Und der Rest kommt wieder aus der CMDB, aus irgendwelchen Listen, irgendwelchen Exports, die man hat. Genau. Oder halt man hat nur die Datenbank, man schmeißt nichts weg, man ändert direkt in der Datenbank und erstellt daraus dann die Konfiguration. Das Ganze ist ein Perl-Modul. Wie gesagt, wir wollten Flexibilität, deswegen sind alle Objekte unabhängig voneinander. Man kann darin nur seine Services definieren, nur seine Hosts. Man muss ja jetzt nicht irgendwas beachten, dass da die Services an einen Host schon definiert werden müssen. Das Ganze macht dann hinterher NAGIS oder eSINGA, wenn es das ganze System startet, einfach mal durchschauen, ob die Konfiguration überhaupt funktioniert. Es gibt keine direkten Abhängigkeiten, alles wird über Queries gelöst. Zum Beispiel Hostname gleich Testhost 1. Darüber kann man dann einfach alle Sachen zusammenführen wieder. Und das bringt eine Menge an Flexibilität in die ganze Sache mit rein. Die Funktionsweise sieht so aus, dass man sich halt Skripte schreiben muss, die einem dann hinterher seine Sachen parsen und die Objekte erstellen. Bei der Objekterstellung bietet Algorithmen so ein paar
Befehle, die man nutzen kann. Zum Beispiel CreateObject. Damit wird eigentlich alles definiert von Service, Kontakt, Hostgroup, TimePeriod, was man halt so kennt. Man kann ein Objekt auch wieder löschen. Entweder nur aus dem Speicher oder halt auch aus der Datenbank raus. Und man kann anschließend dann die Config generieren für die Sachen, die man benutzen möchte. Haben wir hier so ein Beispiel für das CreateObject-Befehl. Man übergibt einmal den Typ, den man haben möchte, hier einen Service und dann einen Hash mit den ganzen Parametern, die man auch in der Konfiguration schreiben müsste. Ist also 1:1 identisch und man findet sich recht schnell zurecht. So. Genau. Delete Object, so ein Query haben wir hier als Referenz auf einen Hash einfach mal angegeben. Schreiben wir einfach rein, was erfüllt werden soll, und dann wird halt dieses Objekt gelöscht. Dass es das Objekt nur einmal gibt, dafür wird sorgt Agolemon selbst in seiner Datenstruktur. Und genau. Man kann auch alle Hosts löschen, die einen bestimmten Service haben, oder alle Services von einem Host. Also man muss nicht, kann nicht, löscht jemand nicht immer nur ein Objekt, sondern man löscht alle Objekte, auf die dieser Query halt passt. Genau, create config. Man gibt einfach diese Typen an, die man erstellen haben möchte, hier zum Beispiel die Hosts und Services, und kriegt dann einen String zurück, den man einfach in eine Datei schreibt, weiterverarbeitet, je nachdem, was man damit machen möchte. Dann gibt es noch Befehle, die es so ein bisschen einfacher machen, sich Gruppen hinzuzufügen. Man könnte auch die Objekte dann bearbeiten mit passenden Parametern, aber mit passenden Befehlen. Aber es ist ein bisschen komplizierter, und somit haben wir dann einfach die beiden Befehle addMemberToGroup und addGroupToMember. Einmal wird halt zum Beispiel bei einem Host der Host in der Hostgruppe als Member eingetragen, und bei einem anderen wird bei dem Host die Hostgruppe eingetragen. Also die Wege, die auch Nagios bietet. So. In einem Perl-Script sieht das Ganze dann so aus. Genau, wir laden das Modul oben, dann mal hier hingehen. Erstellen wir uns hier das Objekt schon mal dazu, dass wir dann einfach schön auf die ganzen Kommandos hinzugreifen können. Erstellen uns einen Host, Hostnamen, Adresse, das Template, welches wir nutzen. Registrieren das Ganze gleich mit für einen Service, und hier unten gehen wir dann einfach auf der Shell das Ganze aus, oder das können wir jetzt auch einfach umleiten, in der Datei schreiben lassen und fertig. So. Installiert werden kann das Ganze per RPM, ist momentan nur OpenSUSE und SUSE verfügbar. Das Ganze baue ich mit dem SUSE Build Service. Von daher werden Debian und weitere Distributionen bald folgen. Da müssen wir halt nur das Spec anpassen oder halt für Debian diese Rules-Datei erstellen. Danach werden die weiteren folgen. Oder einfach aus GitHub gezogen, mit dem üblichen Weg installiert. Genau. Dann kommen wir schon zu den Beispielen. Geht aber sehr schnell. Agolemon mit Nmap. Nmap kennt ja wahrscheinlich jeder. Tool, um Netzwerke zu scannen, bietet sich eigentlich an, wenn man wirklich gar nichts hat, einfach mal zu schauen, was steht im Rechenzentrum so rum, und das Ganze dann in XML umzuleiten. Also XML-Umleitung bietet Nmap ja schon von Haus aus. Es gibt auf CPAN ein schönes Modul, womit man dann dieses ganze XML wieder parsen kann, damit man sich jetzt nicht mit diesem XML-Gewurschtel rumärgern muss. Geht alles sehr, ja, sehr komfortabel. Dann kann man sich überlegen, ob man diese Daten, die man da kriegt, dann nochmal mit einem SNMP-Walk aufwertet, noch mehr Informationen aus dem System rausholt, welche Dienste laufen wirklich, wie groß sind die
konfigurierten Festplatten, was ist schon Benutzung und so weiter. Da ist dann die Frage, wie man das halt dann ausbauen möchte. Und man erstellt ja halt dieses Skript, was dann ja, die Hosts anlegt nach gewissen Kriterien, gewissen Regeln, die man sich überlegt hat. Alle Windows-Hosts kommen in die Windows-Gruppe, kriegen den NS-Client als Check definiert. Server, wo ein Apache läuft, kriegen einen HTTP-Check mit dazu und so weiter. Genau, so könnte das aussehen. Das ist, wie ich mein Heimnetzwerk so ein bisschen gescannt habe. Das sehen wir dann gleich als Demo. Und als kleinen Scherz habe ich auch mal das Hotel-WLAN ein bisschen gescannt. Keine Angst, da war alles zu. Und so kann man einfach Überblick schaffen, was hat man schon verfügbar, welche Dienste laufen. Genau. So sieht das dann aus. Haben da dann noch diesen Nmap-Parser geladen dazu, damit wir jetzt dieses ganze XML einfach geparst kriegen. Und dann kann man bei dem NP, übergibt man einfach diese Datei, die man vom Nmap rausbekommen hat und lässt die parsen. Und anschließend erstellt man sich dann für alle Hosts erstmal das Objekt dazu. Hosts wollen wir auf jeden Fall drin haben, wir wollen wissen, was im Netzwerk ist. Und dann gehen wir hier die ganzen TCP-Ports durch, die offen entdeckt wurden. Und wenn jetzt zum Beispiel der Service-Namen SSH da verfügbar ist, dann konfigurieren wir halt einfach einen SSH-Check dazu. Das kann man dann hochspinnen, wie man es halt haben möchte, welche Services man hat, welche Dienste man weiß. Man weiß ja eventuell auch, dass man könnte auch, wie wir es beim Kunden hatten, den Hostnamen noch mit reinpacken. Die hatten passenderweise alle Windows-Server mit Win am Anfang. Und Datenbank stand auch noch mit drin. Also man kriegt eventuell ja nicht alles raus über Nmap, aber dann weiß man schon, wenn der Name dieses Schema hat, dann muss der das und das auch noch dazu kriegen. Kann man hier auch noch mit reinbauen. Das ist jetzt recht kurzes Skript. Und dann zeige ich das Ganze mal mit dem richtigen Fenster. Genau, hier so ein leerer Nagios. Und CD. Hier habe ich das Ganze liegen, habe halt hier so das XML, was er immer rausgespuckt hat. So sieht das dann aus. Man sieht halt hier Hostnamen drin, den Fingerprint vom Betriebssystem und so weiter. Wollen wir uns gar nicht mal weiter anschauen. Ist nicht schön leserlich. Dazu dann das Skript. Schriftgröße okay, auch hinten? Okay. Sehen wir halt hier, wir übergeben als erstes die, die XML-Datei vom Nmap. Dann sagen wir, wo es in welcher Datei das Ganze geschrieben werden soll. Das sind auch die ganzen Parameter, die wir brauchen. Laden unser Agordamon. Wir setzen den Datenbanktyp auf Files, weil wir keine Datenbank wollen. Wir wollen einfach nur einmal die Konfiguration erstellen. Brauchen das Ganze nicht in der Datenbank. Ansonsten kann man da halt MongoDB reinschreiben. Weitere Datenbanken wird geschaut, ob man die braucht. Momentan kann man damit diese MongoDB ganz gut aus, weil die mit Perl einfach super funktioniert. Dann erstellen wir hier Objekte in Time Period und eine Hostgruppe Default Hosts. Parsen die Datei, danach haben wir alles in diesem NP, alle Objekte, die wir im Netzwerk hatten. Und gehen dann einfach durch. Erstmal, genau, für alle Hosts die TCP-Ports und so weiter zusammensammeln. Dazu den Service-Namen noch und UDP-Ports, ja, da gab es nicht viel. Und dann wird hier geschaut, zum Beispiel, wenn in dieser in diesem Array, wo alle Betriebssysteme drinstehen, die Nmap vermutet, dass es ist.
ist nicht recht genau öfters, also er kennt schon, ist ein Windows, ist ein Linux. Aber dann kommen halt mehrere Zeilen, könnten Kernel 2.3 sein, könnten 3er sein, 2.6, 2.6.3, nicht 2.3 und so weiter. Dann kann man halt aus diesem OS einfach schauen, steht da Linux drin, machen wir ein Linux-System raus. Man könnte auch mutiger sein und schauen, ob SUSE drin steht. Hat meistens geklappt. Genau. Und packen dann das Template für den Host, den wir weiter später stellen werden, einfach auf Linux-Template. Da haben wir halt schon Sachen vordefiniert, die Linux-Hosts kriegen können oder sollen. Gegenstück dazu das gleiche mit Windows. Setzen das Template da passenderweise auf Windows. Ja, Frage? Nein, momentan noch nicht, aber es ist einfach ein Feld, was man hinzufügen muss. Momentan, also, nö, ist nicht da. Man kann nur die Parameter nehmen, die ja vorgegeben sind, die in der Konfiguration. Genau. Aber kann man einfach nachtragen. Genau, wo waren wir dann? Genau, hier. Auf Windows-Server setzen. Wenn es unbekannt ist, kommt mal vor, dass man dann auf einmal den Switch erwischt hat oder irgendwelche SIP-Telefone. Die sollen auch in eine Hostgruppe rein, damit es ein bisschen sortierter ist. Die kriegen dann einfach die, das Template Default Host. Man könnte hier auch einfach sagen, wenn man die Zeile auskommentiert, einfach überspringen, den Host nicht weiter beachten. Hier ist ein kleiner, einfach nur, wenn der Hostname nicht gesetzt ist, wird einfach die IP-Adresse genommen. War hier nötig, weil hier im DHCP nicht jeder Rechner einen DNS-Namen gekriegt hat. Aber so. Dann erstellen wir dann hier in dieser Schleife, die für jeden Host durchläuft, dann den Host, setzen alles hier ein, nutzen hier dann das Template dazu und registrieren den Host. Somit haben wir schon mal jeden Host, der in diesem NMAP-Datei drin war, schon mal drin. Wenn es jetzt ein Linux war, dann kommt er in die Gruppe mit den Linux-Rechnern. Wenn es ein Windows war, kommt er in die Windows-Rechner. Und ansonsten in die Gruppe ASA. Aber auch wieder ein bisschen dann die Struktur, die man weiter benutzen kann, entweder für weitere Service-Definition, Service-Definition oder einfach für die Übersicht in der Web-Oberfläche. Dann bekommt jedes Objekt einen Ping-Check, einfach nur, damit auf jeden Fall jeder schon mal was hat. Macht Nagios glücklich und man kann auch schon mal ein bisschen Performance-Daten sammeln, wenn man es jetzt weiter möchte. Ganz ist halt nötig, wenn jetzt weit unten diese Regeln, wie wir es so definiert haben, nicht greifen, wenn kein Apache läuft, wenn kein SSH-Daemon läuft, wenn Service X nicht läuft, dann wird er ja dieses Objekt ansonsten keinen Service haben und der Konfigurationscheck von Nagios oder die Singer wird einfach dann sagen, das Objekt hat keinen Service. Hier wie im anderen Beispiel kriegen wir SSH wieder, wenn einer läuft. Wenn MySQL-Port offen war, kommt halt der MySQL-Check dazu. Und so weiter. Hier ist dann die Schleife zu Ende. Und hier unten schreiben wir es dann einfach in Dateien raus. Wir öffnen die Datei, die wir angegeben haben und schreiben in diesen Dateihandle dann einfach den ganzen String rein. Haben hinterher die formatierte Konfiguration. Und brauchen wir nicht. Sind möglich. Also auch wieder als normales Objekt einfach definieren und dann bei dem Konfigurationshash die Parameter übergeben, wie man es auch in der Konfigurationsdatei schreiben würde. Nehmen wir die Demo. Und wir sagen, wo es hin soll.
host.cfg. Ach genau, das sind die Fehlermeldungen von dem XML-Per-Modul. Funktioniert trotzdem. Und jetzt haben wir halt hier so eine ganz einfache Nagios-Konfiguration. Wir haben hier oben erstmal die ganzen Hosts und dann am Ende die Services. Kopieren wir dann mal rüber nach Nagios Demo Nmap. Da liegen halt jetzt nur so ein paar Templates drin, die man vom Nagios kennt. Kommandodefinition, Kontaktdefinition, wo halt dieser Nagios-Admin momentan nur drin ist. Hostgruppen, die schon vordefiniert sind, Service-Templates. Die hätte ich jetzt auch mit dem Agolamon-Skript anlegen können, weil es auch einfach nur Objekte sind, aber man hat ja an dem Beispiel-Skript wahrscheinlich gesehen, wie es funktioniert. Templates, Time Periods, genau. Und das legen wir jetzt hier hin als Demo.cfg. Nagios, Nagios, CFG. Nehmen das Konfigurationsverzeichnis. Scheint zu funktionieren. Erzählen Nagios Restart. Und sehen jetzt hier, wir haben neun Hosts, wo jetzt die Pending sind und 22 Services. Weiter wird es nicht funktionieren, da ich nicht im Netzwerk zu Hause bin, aber so wie Nagios funktioniert, weiß hier ja jeder. Wie das dann auf grün wird und so weiter. Das ist dann jetzt die Datei mit den WLAN. Man sieht man einfach nur die IP-Adressen hier drin. Eine Menge Hosts. Das war gestern Vormittag, also wird wahrscheinlich eh nicht mehr aktuell sein. Ja, 2050, naja. Schmeiß mal die auch noch mit dazu. Nagios. Ah, okay. Default Hosts. Ah. Nee, ich habe die Hausgruppe habe ich in dem Skript erstellen lassen. Deswegen liegt sie auch in dem anderen Datei drin. Und entferne ich die einfach. Weg. Genau. Starten wir es mal neu. Man sieht jetzt einfach hier, dass es jetzt ein paar Hosts mehr drin sind. Und so kann man halt ganz schnell von seinem eigenen Netzwerk Überblick verschaffen, was ist da drin. Wenn man das jetzt auch auf den Serverbereich beschränkt, sollte einfach eigentlich so in der Firma nichts dagegen sprechen. Ich lösche das dann jetzt mal wieder. So. So. Ja. Firewalls sind gut hier. So. Die zweite Sache, die war eigentlich das, was wir beim Kunden so implementiert hatten, mit der CMDB. CMDB kennt ja eigentlich vermutlich jeder. Jeden wird es immer ärgern, wenn er da was eintragen muss, wenn er was ändern muss. Heidenarbeit, aber hier ist es dann einfach mal
sehr komfortabel, daraus dann weitere Sachen zu konfigurieren. Man lässt sich einfach so einen Export generieren von der CMDB und stellt dann wieder das Skript. Gleiches Spiel. Das Skript kann man dann, wie erwähnt, regelmäßig laufen lassen. Einmal am Tag, halbe Stunde. Immer nur dann, wenn sich was geändert hat, wenn man das so in der CMDB konfigurieren kann. Und somit hat man dann nahezu die Single immer auf dem aktuellen Stand. Und kann dann damit auch so, ja, seine Monitoring-Standard, wie es so heißt, in der Firma einfach sagen, ja, alles automatisch da. Und dann alles, was Kollegen so extra haben wollen, fein definiert, dann über Konfigurationstools ja, ändern lassen. Zum Beispiel, wenn sie einen anderen Schwellwert haben möchten, wenn sie ja, noch Service dazu haben möchten und so weiter. Hier habe ich die ETOP-CMDB genutzt. Die gab es auf SourceForge mit einem kleinen ja, Beispiel-Einträgen gab es schon vorgefertigt. Die habe ich mir ein bisschen angepasst, weil für die Demo brauchte ich nicht alles, was da drin verfügbar war. Kann dann zum Beispiel Source als CSV in der ersten Zeile schon einfach die Feldnamen drin, weil ich mir später im Skript dazu mache und dann hier einfach die einzelnen Einträge pro Zeile, wie halt so eine CSV-Export aufgebaut ist. So, der obere Teil ist nicht so interessant. Hier definieren wir uns halt mal ein Verzeichnis, wo wir alles später reinkopieren, laden wir das Modul, haben hier eine Funktion, die das ganze Filtern übernimmt, ja, so Perl-Feinheiten, legen uns wieder die Templates an, die wir ein bisschen nutzen werden später, lesen dann die Datei ein, zeilenweise einfach einlesen. Wenn die Zeile leer ist, wird es übersprungen. Die erste Zeile werden einfach die Header ausgelesen. Somit spart man sich später beim Hash die ganzen Key-Definitionen. Man hat einfach die Namen von der ersten Zeile mit drin. Setzt dann halt hier eine Variable auf 1, um dann in der Schleife einfach beim nächsten Mal einfach wirklich alles richtig einzulesen. Das macht man dann hier. Jede Zeile Komma getrennt einlesen und dann hier mit den genau, mit so vielen Feldern, wie es auch im Header gab, einfach einlesen und dann die Filter da drauf. Die Filter sind jetzt so ein bisschen das, wie das Interessante, was eigentlich die wirkliche Arbeit ist, wo man sich auch vorher überlegen muss, was soll passieren, wenn welches Feld welchen Wert hat. Was braucht das Webteam für seine Server? Wer ist im Webteam? Wie wollen die alarmiert werden, wer ist im Netzwerk-Operation-Team und so weiter. Also das sind dann einfach die übliche Planung, die man eigentlich immer hat. Kommt man nie drum rum. Je mehr man vorher plant, desto einfacher wird es später. Und dann läuft das hier wieder genauso. Wenn es ein Linux-Host ist, kriege ich ein SSH. Wir schauen diesmal nicht, ob der Port offen ist, weil es muss einfach ein SSH laufen. Da interessiert uns nicht der Ist-Stand, sondern wir haben hier jetzt unsere Monitoring-Standards definiert. Die sollen eingehalten werden. Wenn jetzt dieser Check rot ist, muss man schauen, dann braucht halt dieser Server einen SSH-Check, SSH-Server. Genau, wenn es Netzwerk-Equipment ist, Cisco kommt in die Cisco-Host-Gruppe. Wenn es ein HP ist, der zusätzlich noch das Modell ProCurve gesetzt hat, weil wir ja auch HP-Server eventuell einsetzen, kommt in die HP-Switche. Das gleiche Spiel wie eben eigentlich auch. Jeder kriegt wieder einen Ping-Check. Wenn die Teammitglieder Webteam, wenn der Owner des Hosts in der CMDB als Webteam hinterlegt ist, kommt er halt in die Gruppe Webteam-Hosts. Da sind alle Webteam-Leute drin und so weiter. Mhm.
Und dann schreiben wir hier die Definition, die wir haben wollen. Wir wollen die Hosts, wir wollen die Services und wir wollen die Host Group haben. Dafür legen wir dann jeweils einfach eine Datei an und haben dann wieder die Konfiguration. Import. Das Skript ist einfach so, da ist dieses Nagios-File schon hinterlegt. Also wir müssen jetzt nicht übergeben, welches was wir einlesen, wo es hin soll. Und der schreibt, hat gecodet hier einfach rein. Jetzt haben wir hier die Host Groups, die Host und die Service-Dateien. Demo CMDB. Hier haben wir jetzt schon diese, auch wieder die Templates, die wir uns vorher generiert haben. Und da das ein Skript ist, was man zum Beispiel cronjob gesteuert mehrmals schreiben lässt, und dass wir uns jetzt nicht irgendwie Dateien überschreiben, haben wir einfach noch ein Unterverzeichnis, wo die ganzen Dateien reinkommen. Liegen jetzt da drin. Stelle ich noch den Nagios um, dass er jetzt dieses hier nimmt. Testen wieder, funktioniert. Jetzt sehen wir halt hier, wir haben 32 Systeme drin, 46 Services. Haben die hier so ein bisschen sortiert schon. Klar, ich bin jetzt als Nagios-Admin drin, ich sehe halt alle Gruppen, aber Teammitglieder würden halt dann nur die sehen, was sie interessiert. Wenn jetzt zum Beispiel hier der Server verschwindet, der und hier die der war Maintenance, der Switch ist kaputt, wird nicht mehr gebraucht. Geht raus. So. Speichern das. Sehen dann hier, wir haben. Wo bist du? Genau, wir haben 32 Systeme. Wenn wir es jetzt einfach mal wieder ausführen. Okay. Haben wir jetzt nur noch 28 Systeme. Also man, so kann man einfach seine Systeme immer auf dem aktuellen Stand halten, was man so alles braucht. Man muss sich nicht darum kümmern, dass man Leichen im Nagios-Monitoring hat. Die verschwinden automatisch, sobald das System raus ist. So. Genau, Zusammenfassung. Was kann man also mit Agordamon so erreichen momentan? Man kann grob vorbefüllen, man kann halt dann erstmal schauen, was habe ich alles und dann auf dieser Basis dann weiter Objekte erstellen, Service erstellen, Sachen rausschmeißen, die man nicht will, das war dieses Nmap-Beispiel, oder halt wirklich mit Datenquellen synchron, halt einmal die CMDB für Host, Services, Hostgruppen ans Adressbuch anschließen, so hat man immer die aktuellen Daten von Teammitgliedern, Hausgruppen mit den Teams zusammenmischen, wenn man keine Kontaktgruppen haben möchte oder je nachdem, wie man es konfiguriert, man kann halt mit diesem CMDB-Adressbuch mehrere Listen zusammen sich daraus dann sein komplettes Konstrukt zusammenbasteln. Ist ja meist so, dass nicht alle Informationen der CMDB sind, weil manche dann doch irgendwo ihre Liste haben, was jetzt seine wichtigen Server sind. Wenn er daraus eine Liste generiert, die man einfach parsen kann, fertig, funktioniert.
Ansonsten alles, wo man irgendwie automatisch Input liefern kann, Parsen übernehmen, fertig. Was noch für die Zukunft gemacht werden muss, wer Perl kann und sich den Code anschaut, lieber noch ein bisschen warten, der muss dringend aufgeräumt werden. Sind auch noch To-Dos drin, die müssen abgearbeitet werden. Dann kommen halt hier die selbstdefinierten Makros, die ich einfach mal mit reinbauen. Momentan ist die Objektverwaltung selbst geschrieben, gibt es aber auch auf CPAN tolle Module. Wahrscheinlich werden wir dann darauf wechseln, weil warum alles selbst machen, wenn es wer anders schon perfekt gemacht hat und es auch teilt. Mehr Beispielskripte, momentan ist halt wirklich nur das grobe Gerüst da. So Beispielskripte, eventuell welche, die man nur einfach anpassen muss, damit es hinterher funktioniert. Und natürlich ganz viel Dokumentation, was noch fehlt. Momentan Code ein bisschen in der README und zwei Beispielskripte, glaube ich. Wobei es jetzt nicht so schwer ist, aber Dokumentation ist immer gut. Genau. Wie gehen wir jetzt wohl bei Fragen, falls noch welche sind? Ein, zwei. Hinten, bitte. Oder ich kann es auch einfach wiederholen, genau. Was ist NEDI? Network Discovery. Okay. Also wie gesagt, es ist eigentlich nur, man kann damit einfach Parsen und Objekte erstellen. Was man jetzt als Input liefert, das ist sozusagen die Aufgabe des Admins oder desjenigen, der es dann sich damit die Arbeit erleichtern möchte. Man kann es überall anschließen, wo man irgendwie was rauskriegt oder wo man anschließen kann. Momentan halt nur dieses Beispiel Nmap wurde mal genutzt, CMDB ist genutzt. Okay. War hier noch eine Frage? Ja, aber kann ob eine automatische String-Überprüfung auf Gültigkeit gemacht wird von dem Modul oder ob ich mich selber darum kümmern muss, dass keine unerlaubten Zeichen etc. Verwendet werden? So zum Beispiel ungültige Zeichen im Hausnamen oder sowas. Ja. Nee, ist nicht drin. Müsste man dann sich dann selbst machen, kann man im Skript dann ja machen. Weiß jetzt nicht. Ja, doch, es ist eigentlich definiert, was drin sein darf. Könnte man noch reinbauen. Ja. Momentan gibt es halt nur, ob es diesen Parameter gibt in der Konfiguration, ob ungültig ist. Da muss man dann schauen, wie man das macht mit den selbst definierten Makros, damit sich das nicht allzu stark in die Quere kommt. Aber dann in dem Tool kann man auch mal so die Strings parsen oder ungültige Sachen einfach nicht zulassen. Okay. Entschuldigung, dass ich behässig frage, aber was ist jetzt das Akkadum One? Akkadamon. Wenn Sie sagen, es soll besser sein als andere Tools, wenn ich zum Beispiel L-Comp sehe, nee, es soll nicht besser sein als anderes, es sollte für unseren Zweck besser sein. Wir suchten was. Das ist ja kein Tool, das ist ja nur eine Perl-Library. Das ist das Perl-Modul, um einfach so ein bisschen die Datenhaltung zu haben. Man erstellt sich dieses Objekt, wie das dann hinter die Datenbank kommt, wie man es einfach wieder rausbekommt, das ist das, was dieses Modul liefert. Klar, die Konfiguration erstellen, einfach was parsen und dann einfach so einen Textblock mit Makros füllen, das ist leicht und hat wahrscheinlich auch schon jeder gemacht. Das ist nicht das Tolle. Also das, was ein bisschen Arbeit gebraucht hat, war wie man jetzt die Objekte intern verwaltet. Noch hinterher wieder alles rausbekommt und halt einmal in die Datenbank. Ist auch schon ein bisschen an Web-Applikationen, also ein kleines Web-Frontend, wo man formularbasiert was bearbeiten kann, ist auch schon Arbeit. Aber es sollte auch nicht in Richtung L-Conf gehen. Es soll auch nicht, ist auch nicht besser als L-Conf oder NagoSQL. Es sind andere Anwendungsbereiche. Das ist halt so das. Genau, ja. Da
Die Arbeit musst du ja nicht mehr machen. Du musst ja nicht nochmal schreiben. Also das Skript da schon für einen Laien, der vielleicht gar keine Ahnung hat, das ist schon, wenn ich sage, hier, mein Super-Admin, Windows-Admin, hier macht der Groß selber rein, der sagt, er soll jetzt in diesen Perl anpassen. Nee, man muss schon Perl können, dann... Ja, nee, das war auch, ist, ich erzähle das irgendwie, sagen hier, das ist das super tolle, neue, manche kennen es halt nicht. Manche haben eventuell jetzt ein paar Ideen mitgenommen, wie sie es machen können. Vielleicht benutzt es nicht. Nehmt einfach nur mit, ich könnte es an eine CMDB anschließen oder ich könnte das noch benutzen und das noch. Das ist auch so ein bisschen Ziel, wo es hingehen sollte. Agordamon war halt jetzt das Projekt, was wir da gemacht haben. Kam halt ein bisschen was bei raus. Ist jetzt nicht das ultimative Tool für das. Das ist schon klar. Also das dann weiterverarbeitet. Also das ist eher das Ziel dieser Library. Und nicht, dass sich da eben der User, der jetzt das Monitoring haben möchte, irgendwie sich damit umschlagen muss. Gib mir irgendeinen Input, ich kann damit umgehen. Das ist so aber auch so, ohne dass man ja, ich mal so, wenn man ein Skript beschreibt, kann sich ja. Genau. Also um es abzukürzen und auf die nächsten vielleicht noch Fragen einzugehen, die Diskussion, die führen wir vielleicht draußen, weil vielleicht auch der ein oder andere noch eine Frage hat. Ich denke auch, das Tool ist dahingegen ganz sinnvoll, dass ich mir genau das, was du eben meinst, was auch richtig ist, das kann ich mir selber schreiben, aber ich muss es halt nicht mehr selber schreiben. Es gibt jetzt eine Library, die aber auch diese ganzen Regeln da kann, so wie ich es verstanden habe. Ja. Genau die ganzen Beziehungen auch direkt im Hintergrund schon auflöst, dass ich, wenn ich es mir in einem Skript schreibe, natürlich selber drauf eingehen muss und das immer noch im Hinterkopf behalten muss. Das nimmt es mir halt ab. Aber vielleicht zur nächsten Frage. Du hast am Anfang erwähnt, dass es ja möglich ist, Objekte zu löschen. Ja. Heißt das, ich kann eine bestehende Nagios-Config einlösen, genau. Objekt löschen und wieder rausschreiben? Also man kann, wenn man auf dieses File als Datenbank hat, übergibt man einfach die Nagios-Konfiguration, kann alle Objekte einlesen, kann dann Sachen editieren, rauslöschen und dann wieder zurückschreiben. Das heißt, die Philosophie ist ja immer, ich habe irgendwo eine Datenbank oder bei Econ von einem LDAP-Server, da meine Config drin und schreibe dann von da aus raus, also den Weg von der Nagios-Config rein, den gibt es eigentlich immer dann nicht. Ne? Bieten viele Tools eigentlich auch, also ich kenne es von Enconf, Nagios-Scale, man kann da auch einfach mal zu Beginn reinlesen, was man hat. Ja, dann ist aber eigentlich der Weg, dass man dann dieses Tool benutzt und nicht in der Konfiguration bearbeitet. Also das ist dann immer so die Art und Weise, wie man dann seine Arbeitsweise definieren muss. Geht hier, wie gesagt, man kann es so machen, man kann alles überschreiben, man kann nur teilweise überschreiben. Kann man mit Enconf und Lconf wahrscheinlich ja eigentlich auch machen, dass man nur Teilbereiche rausschreibt. Also ist eigentlich das genau das Gleiche, was wir halt brauchten, war, wir müssen automatisch Sachen befüllen, weil wir keine Lust hatten, 20.000 Hosts einzutragen. Auch die ganze Pflege als aktuell zu halten, ist halt auf automatischem Wege, wenn man den Input hat, eigentlich das, was man machen möchte. Keine Ablösung für Oberflächen zur Konfiguration. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn nicht, bedanke ich mich beim Christian. Vielen Dank für den Vortrag. Ja.